Hallo, willkommen zurück im Resort. Hallo Molenia. Hallo, Malkonno. 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 Halt, ich bin noch gar nicht fertig gewesen, Sachen einzupacken. Dann mach das doch zu Ende. Und, Das reicht ja gar nicht, reicht ja gar nicht, reicht ja gar nicht. Plop, plop. Was soll das denn hier? Er hält mich da fest. So. Halt. Eimer? Wir haben gar keine Eimer. Warum haben wir keine Doch, guck Eimer? mal bei mir rein in die Truhe, in die Malkondo-Truhe. Da müsste zumindest einer Ein sein. Wassereimer. Okay. Den nehme ich erstmal. Ach genau, ich habe diese Ambient-Mod, die wir drauf haben, habe ich eingeschaltet. Die heißt Better Foliage. Foliage, genau. Da, die macht halt so ein bisschen was schöner. Genau. Ja, da hauptsächlich das Wasser, also die Bäume halt so ein bisschen runder. Baumstämme sind abgerundet. Ja. Hier im Wasser ist ein bisschen was an Zeugs hinzugekommen. Das finde ich ziemlich cool, Und muss ich ja, sagen. und ganz unten gibt es dann so eine Korallen und sowas. Ich versuche da mal hinzukommen. Fallende Blätter, wie ihr seht. Und hier, das ist so. Ja, ganz nett. Also finde ich auf jeden Fall total nett. Macht das Ganze so ein bisschen natürlicher. Und ja, und die Baumstämme sind eben, wie gesagt, abgerundet. Totale coole Sache. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Frisst keine Dings, FPS, also alles ist gut. Wunderbar. Lediglich die im Nether, das muss man ausschalten, weil sonst die Nether-Blöcke durchsichtig werden. Das scheint nicht ganz so zu funktionieren, aber der Rest funktioniert einwandfrei. Also im Nether sollte man das ausstellen. Im Nether sollte man es ausschalten, da gibt es aber eine extra Config. Da kannst du das direkt ausschalten und anschalten. Ach so, das heißt, der schaltet es automatisch aus und an oder was? Oder du musst Genau. das manuell machen? Du machst das einmal manuell und dann war es das Ach auch. so, und dann sagst du ihm, also im Nether sollst du das nicht einschalten und dann macht er das im Nether nicht an. Der macht halt dann die Nethersteine nicht an. Ach, die Dies, Nethersteine. genau. Ah, okay. Ach, ah, okay, jetzt habe ich das kapiert. Okay. Mein, was ausprobieren wir das hier an? Als. Nee, das sieht kacke aus. Ja, du hast nicht zufällig Schilder mitgenommen. Nein. Schade. Schilder habe ich keine dabei. Soll man da Fackeln hinstellen hier so neben den Bänken? Oder eher große Lampen? Ne, Fackeln finde Ne, ich. Fackeln, das ist. Nee. Fackeln ist doof, oder? Weiß nicht, das wirkt nicht modern genug. Ich musste mal ins Lager. Glaube ich. Ab und an finde ich Fackeln ganz nett, so im Garten und so. Ja, okay, das. Aber ja, da jetzt irgendwie nicht wirklich. Das Ding ist, die Camping-Mod bringt auch eine Lampe mit sich. Dummerweise weiß ich noch nicht, wie man die craftet, weil ich ja gesagt habe, mit den Mods warten wir noch ein bisschen, bis wir die hier einsetzen. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass die das Richtige wäre. Okidoki. Ah, genau. Gott, ich bin heute bin ich durcheinander. Durch den Wind. Durch den Wind, absolut durch den Wind. Okay, Schilder. Genau, Schilder wollte ich mitnehmen. Schilder, Schilder. Schilder. Haben wir ja auch nur 10.000 Stück von. so wenig 10.100.000 Stück. 10.100.000 was Ach, genau, mit dieser Foliage-Mod, mit der Ambient-Mod, ich nenne die so. Ist es so? Hier hast du ja grün an der Seite ja und hier nicht. richtig Bei den Grünen ist Erde drunter und bei den anderen ist Stein drunter. Also wenn du Stein drunter packst, sieht es so aus und wenn du Erde drunter packst, sieht es so aus. ah Finde ich sehr cool, so hat man so die Möglichkeit, das so ein bisschen zu bestimmen, ne? Okay. Also ich würde das natürlich noch ändern wollen, damit das grün ist. Ja. Ja, aber ich finde, das ist schon sehr, sehr nett. Okay. Ja. Cool. So. Nur aber. Was machst du gerade? Ja, ich wollte gerade fragen, was liegt denn an jetzt? Was soll ich machen? Boah, ich weiß nicht. Könnten eigentlich.
dann bald mal rüber und also in die. Ja, Oakville. Wir wollten ja ein bisschen abfarmen da, ne? Genau, und erst nach unten und dann nach Oakville. Mhm. Kannst du mir hier erst mit den Lampen ein bisschen helfen, so? Ja, wenn du. Oder soll ich die einpacken? Das geht ja mittlerweile alles. Das ging doch vorher auch, oder nicht? Das ging vorher nicht. Du konntest da keine Klappen ranmachen? Doch, ging das, ja? Ja. Na gut. Ich finde die Klappen immer voll hässlich. Ich weiß nicht warum. Ja, nur einfach so. Klapp doch auf, mach doch auf. Nee, das sieht doch total doof aus. Ich fände es cool, wenn man unten noch welche ranmachen könnte. Wie unten? Ja, hier, weißt du, von unten. Ach auch so, noch. Ja, dass ja. Man rundrum machen könnte. Ja. Tja, ich weiß auch nicht. Ja, nee, das geht ja nicht. Du kannst da nichts dran machen. Kannst du ja nicht den. Das ist eine fliegende Lampe. Ja. Genau. Und wenn du die von nicht so machst, sondern wenn du die aufhängst? Ja, das wäre eine Möglichkeit, die aufzuhängen. Warte mal. Vielleicht. Soll ich gerade versucht zu fliegen? Ja, flieg mal. Hat man bestimmt so überhaupt nicht gemerkt. Nein, natürlich nicht. So, muss ich nur eins weiter raus. Muss ich aber durch die Dings ganz schön weit raus, ne? Durch den Zaun meinst du jetzt? Ja. Weil du nicht direkt runtergehen kannst. Ja. Und wenn du die Klappe hinten wegmachst? Dann kann ich direkt runter. Und wenn du jetzt runtergehst? Ach, der verbindet sich nicht, ne? Wie verbindet sich nicht? Mit dem. Nein. Mit der Dings verbindet er sich nicht. Das sieht doch kacke aus. Ja, das sieht doof aus. Wenn du unten jetzt, mach nochmal unten eine Klappe ran. Nee, das sieht doof aus. Das sieht total, das ist total weit weg irgendwie. Mhm. Ne? Und wenn du die. Wenn ich die hier auf den Boden packe. Und was ist, wenn du die doppelt machst? Wie doppelt? Ach, geht auch nicht. Warte mal, kannst du die mal abbauen da? Ja, Moment. Welche abbauen? Die komplette? Oben ja. Also nicht komplett, nur die Lampe, ne? Und den vorderen Dings bitte. Den vorderen Zaun. Den hier. Ja. Wenn du die jetzt so machst, häng da mal ran, bitte. Genauso da drunter. Nee. Ich dachte jetzt gar nicht so. Warte mal kurz. locker bleiben. Und dann wollte ich hier eigentlich auch noch ranmachen. Die in der Mitte weg. Was? Mach mal in der Mitte bitte weg den Block. Welchen Block? Na, den Cobblestone, den Glowstone. Den hier. Den mittleren Glowstone-Block, also den linken. Entschuldigung. Ich wir haben keinen mittleren. Ja, das ist, weil ich schon weiter denke. Ja. Jetzt mach hier mal bitte einen Zaun dran, dass der nach links geht. Ach, du meinst das und so. Genau. Und jetzt da den Glowstone dran. Genau, da den Glowstone dran. Ja, aber dann kannst du in der Mitte, wenn du jetzt dann mit den Dingern, also mit den Türen umzugehen wollen würdest, kannst du nur eine Seite machen. Die andere geht nicht. Ja, aber muss das denn unbedingt sein? Nein. Müssen denn da unbedingt Türen drum zu? Nein. Aber so. Schön, finde ich, ist auch was anderes. Du bist aber auch wählerisch. Ja. Ja, Lampen ist so eine Sache. Und wenn du das nur am Dings machst, wenn du den wegnimmst hier, also das, bau das mal ab bitte bis auf den Pfeiler. Moment. Wo bist du denn? Ich bau Bänke. Nein, keine Bänke bauen. Also das weg, das weg. Die drei Zäune weg.
Genau. Und wenn du jetzt einfach hier links und rechts eine ranmachst, einen Zaun ranmachst und dann daran hängst. Genau. Ja, es ginge schon eher. Allerdings würde ich das dann doch eher. Eventuell in die Richtung machen. Ja. Das wirkt dann wieder so ein bisschen moderner. Vielleicht könnte man oben auch Schwarzeiche drüber machen, gar nicht. Gar nicht, was auch immer das jetzt ist. Akazie. Akazie, okay. Ja, ich habe jetzt Default an, ich weiß so gar nicht, was das ist. Ich baue das Ding mal hier zwischen. Ja. Zwei, drei, vier. Dann Glowstone, ne? Ein und zwei. Und dann könnte man ja das so machen. Und dann vielleicht so und so. Da fehlt irgendwas dran, ne? Ja, und wie wäre es so rum? Wie wäre es, wenn du Dings machst? Warte mal, ach, das ist aber auch immer blöde. Kann ich das mal, kannst du mir mal, Was brauchst du? gib mir mal bitte das alles Material, was du da, was wir dafür da haben. Ja, okay, das ist sehr viel. Also eigentlich brauchte ich nur noch Glowstone. Danke. Ich Bitte. baue das jetzt mal Bau dahin mal. hoch. Ich gehe mal eben hier und mach mal die Bänke fertig. Und kümmere mich gleich mal um die Ne. Vogeltränken. Ja, ich bin ja schon weg. Dreck hast du nicht zufällig da, ne? Nee. Aber wenn du was brauchst zum Hochbauen, Ja. hier. Danke. So, warte mal. Na 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 da, nee, warte mal, das da. Kannst du gleich mal herkommen? Ich komm gleich Weil du her. müsstest hier was abbauen. Hast du keine Axt dabei? Doch, aber Behutsamkeit habe ich nicht. Ach so. Was soll ich denn abbauen? Was ist da wohl verkehrt? Warte, hier, nimm doch die Behutsamkeitshacke so lang. Ich brauche die jetzt nicht. Es tut mir leid, ich brauche dich nochmal. Warum? Weil ich noch Dings brauche. Ich bräuchte nochmal die Klappen da. Falls du noch welche da hast. Falltüren-Dinger da. Ja, habe ich Danke. noch. Einmal Wasser brauche ich noch. Oh, ich sollte mal was essen, sehe ich gerade. Ich bin hier so leise am Verhungern. Leise am Verhungern. So, da hätten wir zwei Vogeltränke, ob das reicht. Da kommt noch Licht hin. Da Licht. Das ist hier eigentlich fast hell genug. Weil ich daran hängen, dann wir die dann haben. Okay.
sieht ja auch kacke aus. Gott, sieht das kacke aus. Hä? Ach, ich habe hier nur was ausprobiert und fand das mal so richtig kacke. Ach so. Das geht gar nicht. Ach, das ist doch echt blöd mit den Lampen. Hm. Ja, das ist es. Das ist echt doof. Also da hat man nicht wirklich viel Möglichkeiten. Vielleicht auch ein zu hoch. Ich bräuchte gleich noch mal die Behutsamkeit. Mhm. Hier. Warte mal hin. Da ist er. Danke. Bitte. So. So ein Dreier. Ist das nicht ein bisschen wuchtig irgendwie? Ja, ist ein bisschen viel, oder? Also für so ein kleines Vogelhaus finde ich das eigentlich auch voll zu viel. Ja. Ich glaube, letztendlich ist es da tatsächlich das Beste, einfach so ein Einzelteil zu machen. Zumindest das Einfachste. Ja, wahrscheinlich ist es das Einfachste. Also erstmal. Man kann ja nochmal gucken, vielleicht gibt es da ja nochmal die ein oder andere Idee für Lampen, wie man die anders bauen könnte. Ja. Mhm. Stimmt, du müsstest dann hier gleich auch noch anpassen, bitte. Ja, mache ich eben. Gib dir mal das Zeug wieder. So. Ja, das können wir jetzt eigentlich dann gerade mitnehmen und wegpacken, denn hier ist eigentlich soweit fertig. Mhm. Es müssten noch die Türen rein, aber ich habe keine Türen hier. Nee, ach so, und außen die Dinger wollte ich noch fertig machen. Eben. Was für Dinger? Na, die Überbauten hier. Ach so. Da hatte ich doch so Überbauten dran. Ja. Wie hast du das jetzt auf der anderen Seite gemacht? Ach, verdammt. Noch gar nicht. Weil du ja die Ketten nicht mehr hast. Ach so, dann nehme ich jetzt Zaun für. Ach so, nimmst du Zaun. Ja. Ganz Standard. Ja, ja. Man, letztendlich, das wäre zwar echt toll gewesen und schön und... Aber was soll man machen, ne? Ja, du. Kannst du mal eben gucken, ob das so okay ist oder ob du das dann doch eher in Schwarzeiche machen würdest, irgendwas, irgendwie Holz oder... Also ich muss sagen, ich kann natürlich jetzt, warte mal, ich muss bei dir mal eben mitgucken, weil ich sehe das bei mir ja anders, dadurch, dass ich nur Default habe. Also das gäbe es die Variante. Und die finde ich jetzt nicht so schön, muss ich sagen. Das wirkt irgendwie so als wenn es da nicht hingehören würde. Ja, das Ding ist, bei mir sieht das nämlich gar nicht so schlecht aus. Ja, aber du hast eine andere Farbe. Genau, weil die Farben anders sind. Ja. Weil das sah nämlich durchaus nett aus. Also jetzt, das ist ja, ist das die gleiche Holzfarbe, oder? Ja, ja, das ist das gleiche wie das Haus. Fällt das überhaupt auf, dass da was ist? Nee, das fällt überhaupt nicht auf. Was man auch noch machen könnte, du hast nicht zufällig noch Glas dabei? Doch, Glas ja. Glasblöcke? Ja, habe ich. Das wäre klasse. Hier. Ach, verdammt, das geht gar nicht. Egal, das kriegen wir schon hin. Blöcke? Sind bei dir. Okay, danke. Bitte. Ach, gar nicht, weil mit Blöcke geht das gar nicht. Ich brauche Scheiben. Scheiben. Ja, ich mache mir mal hier eine Werkbank. Das wird schon passen. Kriegen wir schon irgendwann wieder weg. So, Scheiben. Und zwar müsste man die dann hier herstellen, weil da connecten die Dinger. Und dann kann man hier Akazie machen, dass man das so ein bisschen vorzieht, weißt du?
Wir machen das wieder weg, wenn es nicht aussieht, und dann eben so einen weißen Teil dahin macht, weißt du? Hm? Bin ich nicht symmetrisch? Jetzt. So, okay. Ja, so sehe das doch auch noch was aus, oder? Ja. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Ne, das finde ich nett. Mhm. Und dann auch mit Akazie oder eher, sagst du eher, nee, ein anderes Holz? Ne, ich finde das durchaus nett, dieses, dass das so absticht irgendwie. Also ich finde das nett. Ja, ich find Aber wenn du da jetzt wieder Schwarzer hier nimmst, weißt du, das sieht irgendwie, das erkennt man überhaupt nicht richtig. Ja, das stimmt. Dass da was anders ist. Ja. Ne, wir lassen das mal so, okay. Aber jetzt ist auch der Part zu Ende. Oh, okay. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach im nächsten weiter. Ja, ist gut. Also bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.